Ich grüße euch Leute und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe unseres Let's Plays von Red Dead Redemption 2. Leute, wir steigen direkt dort ein, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Wir haben ein neues Lager, stehen vor der Stadt Valentine, wo, denke ich mal, jede Menge für uns zu erkundschaften sein wird. Leute, ich würde sagen, wir legen los. We got off the mountain, rode east into some pretty enough country called the Heartlands. Ain't been this far east in many a year. Dutch seems a little better. His eyes are sparkling once more, and I can see he's thinking a little clearer. I think we all feel a little happier, in spite of Blackwater and that whole mess. Okay, wir haben ein neues Outfit. Jose. Quite a day. Let's hope so. There's a bunch of the boys already in Valentine. Bill, Charles, and Javier. And Swanson found something down at the train station by the lake, apparently. And Strauss came back with that creepy little smile on his face. I'm sure there's a whole list of unfortunates he's forced money upon. Thank you. And you? I'm gonna read a book. Oh mein Gott, Leute. Ich glaube, jetzt geht die Open-World-Geschichte los. Wird auf Karte. Okay. Ich habe ja hier Leute, die Ultimate Edition. Und da müsste ich doch eigentlich... Ach Quatsch, hier sind, Zoologisches Kompendium, du ahnst es nicht. Was ist dit? Ein Bild. Kannst du im Lager finden. Der aktuelle Lagerbestand wird angezeigt. Konnte ich mich denn nicht auch umzerren? Was ist das denn? Pearson kocht jeden Tag einen Eintopf. Ein Hund. Okay. Ich wollte eigentlich wissen, wo ich... Hier war da irgendwas mit Rasieren gerade. Leute, so sehr ich Bärte mag. Sollten wir uns rasieren? Haare pomadisieren. Das können wir noch nicht machen. Schade, du hast keine Pomade zur Verfügung. Verdammt. Leute, wir gucken uns hier erstmal um. Was haben wir denn hier? Ach, das ist die Spendendose. Beitrag leisten. Wir haben doch Gelumpe, ne? Geld spenden? Betrag erhöhen. Leute, was haben wir denn? Ist das 20 Dollar, was wir haben, oder haben wir eh nur 50 Dollar? Leute, ich hau hier einfach mal 6 Dollar in Top. Ich weiß nicht, ob das viel ist. Ich würde sagen, es ist wenigstens was. Aber mich hat das jetzt eigentlich wirklich interessiert. Das ist mein Lager, wo ich mich umzerren kann. Blume? Was für eine Blume? Eigentlich würde ich mich echt gucken, gerne wegen umziehen. Fotografie... Wenn er sich setzt, kann man sich da durchziehen? Schlafen, weggehen, untersuchen. Nö. Na, da bleibt's. Da bleibt's. Dann guck mal ein anderes Mal. So, ich warte auf jeden Fall Missionen auf uns, Leute. Hier gibt's doch irgendwo eine Karte, oder? Nee, nicht Ego. Wo ist die Karte? Spieler. Lager, abgeschlossen, Plateau, bla bla bla. Was ist hier? Lagerkasse. Hier können wir das Futter abgeben, Persons, und der macht immer seinen Eintopf, haben sie gesagt. Was sind dit? Vorräte, Essen. Da ist mein Gaul. Hier ist Ankel, ist irgendeine Mission. Ey Leute, jetzt sehen wir das erste Mal, wie groß die Karte ist. Alter.
Wie weit geht denn das? Alter. Leute, die ist groß. Die ist groß. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal Muffe machen. Erstmal ein Top. Also eine Schüssel ein Top. Können wir hier nichts essen? Nehmen. Du musst ein paar Tage warten müssen, bevor du die nächste bekommst. Ein paar Tage? Da hieß es nicht, dass ich auch selber kochen kann? You're Arthur, right? My name ain't no concern of yours. I'm hungry. I don't give a damn. Kann man sich hier irgendwie hinsetzen, dass man mal in Ruhe essen kann? Ach, guck an. Gib mal Gas hier. Genau. Dreck kannst du stehen lassen. Oh, echt, ey. Lässt er stehen. Jui. Alles klar. Hier läuft Mucke. Wo ich mich umziehen kann, weiß ich noch nicht. Aber Leute, das wird sich noch klären. Ja, hallo. Guten Tag. Wo war denn jetzt die Karte? Ich würde ja gern erstmal wirklich die Mission jetzt hier so in der Nähe machen, bevor wir jetzt hier irgendwie... Ankel möchte mit dir sprechen. Da war ja irgendwo noch eine Mission. Ach, hier ist dann die Stadt quasi. Der Reverend. Okay. Ja, ich würde sagen, wir fangen erstmal hier an. In der Hoffnung, dass wir vielleicht auch geileres Zeug dann so langsam kriegen. Okay, so weg, Mann. Careful not to work yourself to death there, Uncle. I was thinking. Yeah, does it pay well? Eventually. So, while the rest of us are busy stealing, killing, lying, fighting to try to survive, you get to think all day. Well, it's a strange world we live in, Arthur Morgan. Do you want to head into town? See if we can find anything out? Sure. I got some errands to run. Great. Go check the horses are ready. So sieht's aus. You gonna take the old man into town? You take us too? Well, what you got planned? Nothing. We'll find something for y'all to do. We always do. We're bored out of our minds. Been cooped up here for 2 weeks now. Karen's about ready to murder Grimshaw. Well, can Miss Grimshaw spare you? Can Miss Grimshaw spare you? What's happened to you, Arthur? Three young, healthy women want you to take them a ride, and you're worried about house chores. Let's go. Fair enough. You got me. Come on, then. I can't believe we're going to see civilization. Feels like weeks since we did. Yeah, Valentine. Very embodiment of civilization. Ladies are gonna love it. Okay, then. Let's go. Na dann, wollen wir mal. Trees here, then take a left. Yeah. Aber schneller kann die hier nicht, doch? Oh, doch, doch. Na, dann fahren wir mal mit der Meute nach Valentine. Ein bisschen bremsen hier. Genau, singt. Oh. Oh Gott, ich bin gegen Baum gefahren. Hier, Vorfahrt beachten, rechts vor links, ne? Ganz wichtig. Was ist denn hier los? Is one of you gonna get that fella's horse? Oh, I got lumbago. It's very serious. Sag mal, kann ich dir helfen? All right, I'll see what's going on. Lumbago, really? You all right there, friend? Oh, hey, you couldn't help me get my other horse back from over there, could you? Na klar. Dafür brauche ich nur mal ein Pferd, ne? I'm worried this one here will bolt on me too if I leave him. Sure, no problem. Klar helfe ich dir. It's the white one over there.
Es wäre nur cool, wenn ich hier mal aufsitzen könnte. Soll ich das andere Pferd jetzt mit der Kutsche fangen oder was? Achso, warte mal. Achso, und der wird ein bisschen ungestüm sein, wa? Hey, easy now. Easy, it's okay. Ruhig. Ganz ruhig. Okay, boy. Na gucke. Wie das hier klappt mit uns beiden, ne? Bringen wir dich zurück zu deinem Herrchen. Du hältst mich hier ein bisschen ab. Ich wollte eigentlich gerade nach Valentine. Ah, schon okay, Kollege. Ah, es gibt Unfälle, die passieren einfach. Aber das nächste Mal, stellst du bitte ein Warndreieck auf, ne? Weil hier einfach einen Wagen so auf der Straße stehen lassen. So läuft es nicht. Here. Here you go. You're a gentleman, sir. A gentleman. No, not really. I was just trying to impress the women. Anyway, thank you. Ja, kein Ding. Kein Ding. Steigern dein Ehrenlevel stand dort jetzt da. So, Mädels. Oh, let's go. To Valentine. Weiter geht's. What's that supposed to mean? It means you got a heart. A small one, perhaps, hidden deep inside, but a real one. Ein Häschen. And you haven't, your pulse of old lizard. Lizards have hearts. Well, Arthur, I'm proud of you. To be honest, you not hadn't been here. Kein Andreaskreuz, Mensch, also, das kann nur in die Ohren gehen. Well, you did. Hallo, Valentine. Ich würde mal sagen, wir wären jetzt hier mal nicht so... Smell those sheep. Nicht so durchpreschen hier. Oh, very funny. This looks like a decent little town. Other people, finally. Look at all that snow on the mountains. Sure don't want to be back up there. You think we should have asked Molly to come with us? Was ist das wohl alles für Läden hier sind? Ein Saloon. Far too high and mighty now for the likes of us. Or to do any real work. Der Sheriff hier? She's a society lady now. Go left here, down the main street. Sheriff's on the right. Sure you can pick up some bounties there, Arthur. Heaven forbid you put your head on the boat. That's a young man. Ist das hier? Okay. Ooh, yes. We can get General up Store. Here, all right. Just remember, keep a low profile. Will you remember that though, Arthur? Probably not. Let's park up down the end there, near the stables. Okay. What's wrong with you? All right. Here we are, just like I said. Cultural center of civilization. Man at his finest. Uncle, what are we doing? Well, we're gonna do what any self-respecting maniac does. Put the women to work. With pleasure. We'll start at the saloon. Okay, just stay out of trouble and don't get yourselves noticed. Right, I need to get something from the stores. Okay, okay. Well, we'll see you at the general store when you're done. Come on, ladies. Imagine we're in Paris. Come on. So that's how you see yourself, is it? A maniac? Well, in my youth, I used to be known as the one-shot kid. Okay. I'm not gonna ask why. You are a sad man, Arthur Morgan. But I know you love me. Okay, yes, wenn du das sagst. You're my favorite parasite. No. Ringworm's my favorite parasite. You're my second favorite parasite. Very funny. I lied. Ringworm, then rats with the plague, then you. Shut up. This is the place now. Come on. Ja, können wir gleich mal gucken, was es hier so gibt. Howdy. So, ist ein Gegenstand in einem Laden direkt aus dem Regal kaufen und einen Anschluss, oder? Wenn du ihn mit 4 gedrückt hältst. Always thinking ahead, ain't you? Aber was haben die denn hier so? Okay. Also Futterdosen. So ein Brötchen. Okay. Was gibt's hier noch so? Ey, du kannst hier richtig shoppen. Was ist denn hier? Kisten.
I don't know. Maybe. Der kann wir können Katalog durchblättern? Du hast einen Katalog? Ich fass es nicht. Hier, ich hätte gerne so Pomade. Kleidung gibt's auch. See this? Young folk got no respect for their elders no more. So ein schicker Mantel. What do you reckon? A lamb or a sausage? Well, das ist ja this Wucher. Is a sheep town. The lamb's the best in the state. Well, I know what the smell is. Well, that's a ripe cheese, all right. Alter, aber ist das nicht? Das ist doch geil gemacht. Aber wir haben nicht so viel Geld. Ich wollte eigentlich gucken, gibt's hier Pomade? Handschuhe? Nee, ich will keine Handschuhe. Alter, was es hier nicht alles gibt. Leute, wir brauchen mehr Geld, um weitere Shopping-Touren zu machen. Index. Ich hätte gern Arzneivorräte. Ich will Pomade. Konserven, Alkohol, Tabak. Lebensmittel. Nein. Sag mal, du wirst doch hier wohl Arzneien. Pomade ist aber keine Arznei. Oh, halt, stopp. Was war denn das da? Hair Tonic. Beschleunigt den Wachstum von Haar und Bart. Ach, du ahnst es nicht. Aber einfach mal so ein Magenbitter. Pomade. Du ahnst es nicht. Ich will Pomade kaufen. Dankeschön. Mann. Hier gibt's wirklich allen Scheiß. Was? Pferdepflege. Können wir was für unser Pferd mal holen? Wow. Teure Preise. Nö, lass erstmal. Gut, jetzt haben wir hier aber genug im Katalog gewälzt. War ja aber einfach auch mal mega interessant. So. Ja. Ah, hier ist dein Pferde, ihr Lumpe. Wie geil haben sie das denn bitte gemacht? So ein paar Möhren. Mann. Was ist dit? Zwitschert der erstmal eben. Here's to your good health, sir. And to being down here off that mountain. Absolutely. It's a funny world, you know. This time in my career, I pictured myself being married to an heiress. Gentlemen, I think I got something good. What? I snuck into this fancy house. Acted like a servant girl. Usually works. Someone was saying her sister was taking a trip from New York or someplace. Train full of rich tourists heading to Saint Denis and then cruising off to Brazil. Okay. A train laden with baggage and passing through a bit of deserted country at night as to get to the docks in time for the tides in some place called Scarlet Meadows. Yeah, I know it. Yeah, it's right out near New Hanover. Right, it's real quiet out there. Sounds good. Where's Tilly and Karen? I think at the hotel. They were picking up some drunken fellas that they was gonna rob. Why? It seemed easy. They have been gone for quite a while. I guess I'll go see if there's any trouble. Oh, there's Tilly over there. That does not look ideal. Excuse me. Excuse me. I thought I wouldn't find you, Tilly. You can go kiss a damn snake for all I care. Get off me! Get off of me! Get your hands off her, friend. Who are you? A friend of mine. Get off her. Or what exactly? You want to find out? You're making a big mistake, Tilly Jackson. Just get lost. I ain't doing this with you. Go away with Uncle and Mary Beth. They're across the street. Okay. Thanks, Arthur. Kein Ding. Uncle! Look after her. I'm gonna go see about Karen in the hotel. Okay, dann gehen wir mal ins Hotel. Can I help you, sir? Erstmal übelst reingeprescht, ne? Eigentlich suche ich nur jemanden. A bath, perhaps?
sir. So, Karen. Karen! Can I help you, sir? No. Nein. No harm done. Verschlossen. Verschlossen. Karen! Please don't bother the other guests, sir. Ist ja gut, Kollege. Bleib mal ganz ruhig. Ich suche nur meine Ische. Also eine von meinen Ischen. Und die brauchen nur einen Hut. Ist ja gut. Wir gehen erstmal hier links. Was ist hier los? Hoch zu. Oh, get the hell out of here, will you? Sorry. Hat er gerade gekackt? Naja. Auch sowas passiert, ne? Was ist hier los? Oh oh. Friend of hers. Get out of here, buddy. I paid. Ain't paid a hitter, you goddamn animal. Come here. Ja, wie wehrt man ab, ne? Das hat mir keine Sau erklärt. What the hell are you doing here? Trying to play him. Not very well. You okay? Fine. You sure? Yeah. Nothing to worry about. Just men, but stupid bastard was boasting about the bank. Bank. Sure, I know small town banks are usually a waste of time, but this is a livestock town. There's lots of cash sometimes. Okay. Keep investigating. I will. Nur Probleme mit die Fenster. After you. Mach's gut, Inge. Thank you, Arthur. Kein Ding. I don't much like being saved, but when I have to be. I understand. You okay? Sure. He only punched me. Arthur punched him a lot harder. All right, now. Hey, who's that guy over there looking at us? Weren't you in Blackwater a few weeks back? Me? No, sir. Ain't from there. Oh, you were. Well, I definitely saw you with a bunch of fellers. Me? No. Impossible. Listen, buddy. Come here for a minute. I saw you. Come here. Come on, get. I don't like this. Me neither. Go get the girls home. I'm gonna go have a word with our friend. Be careful, Arthur. Just a word. Was ist denn mit dir? Nur unterhalten, genau. Just borrowing it. Hey, stay away from me. Get back here right now. Gott, ich hab verloren. Weil ich falsch gerannt bin. Wir finden den schon. Wo ist denn der? Ist ja nicht der, der da rennt, oder? Da ist er. Ich sehe. Ach was. Oh. Wo ist er denn? Ach, da sehe ich doch ein paar Patschas hier. Please, do something. Erstmal erzählst du mir, was los ist. No, no. I got it wrong, partner. I got it very wrong. Now please help me up. I ain't never been in Blackwater. Then why are you chasing me? I've got an unfortunate face. Yes, yes, me too. Now please pull me up. Please. I'm begging you. All right. Come on. Alter, wenn ich dich noch mal sehe, dann gibt's Ärger. You okay, partner? No. No, I am not. I'm a mess. Well, you ain't dead. Here is that. Jimmy Brooks. I think it's best for both of us if we pretend this never happened. Well, I agree. You saved my life. You're a good man, and I
Here. You want a pen? It's one of them steel ones. Oh. That's very kind of you. But I'm not a good man, Jimmy Brooks. Not usually. You see, I was in Blackwater. I kill people. And maybe I should have killed you. Should I have killed you, Jimmy Brooks? Me? I never saw you. Not now, not never. I think we have an understanding. Of course we do. Jimmy Brooks. I will remember that. I've got a good memory. I haven't. Wir haben Füller gekriegt. Not one cent in this here old mind. Come on. Ach, jetzt haben wir die Mission abgeschlossen. Ist hier vielleicht eine Fährte? Sommer. Halt, stopp. Hier sind Blumen. Du kannst das Pferd seinem Besitzer wieder zurückgeben. Ja, Pilze sind wichtig, Leute. Vielleicht können wir ja noch eine Fährte aufnehmen. Ah, das ist eigentlich ganz cool, ne? Weil dann siehst du wenigstens auch mal so ein bisschen. Das Pipipi, echter Blumen pflücken. Für deine Gesundheit, du kannst ihn essen, kann deine Gesundheit oder ihn benutzen, um Pflanzenfresserköder herzustellen. Ach was. Indianer-Tabak. Aber so eine Tierfährte ist jetzt hier nicht rein zufällig, ne? Nee. Was ist denn dit? Puh, wir nehmen alles mit. Schafgarbe. Oh, Kräuterkenner, wir sollen 6 Stück pflücken. Dann haben wir eine Aufgabe erfüllt. Leute, wir müssen noch mehr davon suchen. Ah, ist doch noch was, oder? Nee. Leute, wir müssen Schafgarbe suchen. Was ist das? Die roten. Die sind's nicht. Ja, Leute, ich pflücke hier gerade Blumen mit euch. Die waren doch so rot, ne? So eine wilde Möhre. Leute, ich würde sagen, wir werden das Pferd auf kurz oder lang auch wieder zurückbringen. Thema Schafgarbe werden wir im Laufe des Spiels schon noch genug finden. Jetzt ist nur die Frage, wer ist denn der rechtmäßige Besitzer von diesem Pferd? Was ist das? Ich glaube, das war jetzt die Fährte von dem Ding hier, ne? So, jetzt wollen wir aber mal ganz kurz auf der Karte gucken. Was ist das denn? Die Postmeisterei. Was kann man denn da machen? Ist eine Postmeisterei und ein Bahnhof unter einem Dach. Hier solltest du, wenn du eine Lieferung erwartest, dein Kopfgeld bezahlen möchtest oder die Lieben zu Hause eine Postkarte aus dem malerischen Valentine verschicken willst. Leute, natürlich möchte ich eine Postkarte verschicken. Wo war denn jetzt das Postamt da oben, ne? Ich hätte mir das mal markieren müssen. Das hier echt so. Ich will immer aufs Touchpad drücken. Kann man sich das hier markieren? Das ist ja perfekt. Ah, das mit der Karte, das hätte schneller gelöst werden müssen von einer. Indianer-Tabak ist gut für Dead Eye. Okay. Achso, da sind wir ja schon. Kann ich meinen Gaul hier mal anbinden? Was ist denn mit dir? So, wir gehen da jetzt mal rein. Also, wenn ich es irgendwie hinkriege. Ich dachte gerade echt, das ist eine Treppe. Was stimmt mit mir nicht? Brett auf. Hallo. Ich möchte bitte eine Postkarte verschicken. Kann ich hier rein? Nee. Ist hier der Schalter? Zugfahrkarten, Kopfgeld bezahlen? Ach, ich kann nur Postkarte abholen.
Das ist ja blöd. Ich wollte eigentlich Ihnen schreiben. Naja, mach's gut, Inge. War schön hier. Nettes Postamt. Ich weiß, ich sehe jetzt nicht so hübsch aus, Leute. Da deine Tasche voll ist, Pearson kann Taschen mit erhöhter Kapazität herstellen. Wie, meine Tasche ist voll. Bist du blind oder dumm? Du bist blind oder dumm. Ich glaube, das ist echt nicht so gut, hier so einfach so durch die Kante zu wetzen. Zu wem gehört der Gaul denn jetzt nun? Und vor allem, was mache ich als nächstes? Was ist das denn? Eine Aufführung. Hier ist ein großes Fragezeichen. Eine fremde Person. Na, das ist doch was für mich. Können wir da hier mal so einen Punkt hinmachen? Eine fremde Person. Ja, wollen wir mal. Mal sehen, ob wir sie finden. Wer jammert denn hier rum? Come on, sir. Try to remember. Netter Schuppen. What really happened at Sylvia's Saloon back in 76? Just a lot of bunk, Plato. It's just a lot of bunk. It's not bunk, Mr. Calloway, sir. It's Who's your friend there? Put that in your fucking book, Plato. This is Jim Boy Calloway. The Jim Boy Calloway. Who? The gunslinger. Fastest left-handed draw that ever drew breath. He once killed 14 men in a fight at Lucy Hollow. What are you waiting for? How do you mean? Well, I reckon right now, kill him yourself. I don't want to kill him. I want to deify him. He's a god. I'm trying to write his biography. How's that going? I think I prefer the duel. Either I'd kill him and be able to be Baltimore's finest ever gunslinger, or he'd kill me and I could be set free from ever having to speak to him again. Well, you're starting to understand something very important. What's that? The joys of gunslinging. It's win-win. Freedom or glory. That's brilliant. I'm gonna write that down, if I may. Be my guest. What's your name? I don't have a name. But you are a gunslinger. Not really. I mean, folks who need shooting, I try and shoot in the back. All that other stuff, it's, well, bunk. But you fought duels. Once upon a time, I may have. And you ain't interested in fame? I don't think so. Strange. But you like fortune. I need money, sure. Okay. Then forgive me, mister, if I seem a little desperate. I am a little desperate. This book, I've got to make a thing of it, and, well... There's a whole list of gunfighters. Legends, every last one. Emmett Granger. Flacco Hernandez. Billy Midnight. Black Bell. Never heard of them. Maybe you can go and speak to them. Ask them about Calloway. Any of them get uppity, shoot them. I can't believe I just said that, but... You want me to go and find some... Sad, deluded fools like him. Ask if he was the greatest, and then if they get uppity, shoot him. Does sound a lot worse than it did in my head. How much you paying? Well, a lot. Half the proceeds of the book, if you help me get it written. I'll see what I can do. Ha! Oh, get photos. Okay. And there are notes on the back of those portraits that should lead you to him. I'll see what I can find out. I imagine we'll be stuck here upon your return. Here are some other flophouse. Gucke an. Come on, get. Gucke an. Da steht dann was drauf. Alter. Sechs auf Feierabend. Ja, es ist zuletzt gesehen, nee. Blue Water Marriage sollte fernhalten, so ungefähr hier. Alter. Heftig. Ach siehst du, da ist der Ort jetzt so auch markiert. Du ahnst es nicht. Der ist jetzt echt markiert auf der Karte? Ah, die ist doch bestimmt irgendwo ganz weit weg. Ah. Da ist sie.
Kann ich mir die anderen Fotos auch mal angucken, damit das jetzt wenigstens alles markiert ist? Tagebuch, steht das da drin? No. In meiner Tasche? Guck mal, Dokumente, Fotografien, eine Sammlung an Fotografien. Siehst du, da werden wir uns die jetzt mal angucken. Damit wenigstens alles markiert ist, einmal lesen. War jetzt hier von Attentat, da bist du auf regelmäßig über so einen Bahnhof von Rhodes. In Rhodes nach ihm fragen. Okay. Siehst du, ist markiert. Wer war das jetzt mal umdrehen? Mal lesen. Gesucht in 8 Staaten, Mitglied einer Bande aus mindestens 10 eiskalten Mördern. Stimmt das? Überfälle in Ansburg, Valentine, Strawberry. Umgebung. Zeitung berichtet. Versteckfunk. Was verstecken? W von Coulter tief in den Grizzly Mines. Oder MTNS. Okay, wahrscheinlich zu keinem Gespräch bereit. Vorsicht ist geboten. Das ist quasi nicht so ein netter Zeitgenosse. Und wer bist du? Emmett Granger, perverser Mörder, Schweineliebhaber. Echt jetzt? Verschwunden im Family, blablabla. Verhaftung, Bosse, Zeuge, Begnadigung, derzeit Schweinezüchter in der Nähe von dem Flat Iron Lake. Gespräch verweigert. Aber wir haben jetzt erstmal alles markiert. Das ist schön. Was denn jetzt? Was denn jetzt? Du solltest eigentlich aufs Gaul drauf. Gut. Karte. Guck mal, was wir uns als nächstes angucken wollen. Hier gibt es quasi einen Gunschuppen, einen Büchsenmacher. Hier ist das Hotel. Hier ist der Schlachter. Kopfgeldjagd. Und hier ist eine Mission. Bei Javier. Naja, Leute, ich würde sagen, genau hier werden wir weitermachen in der nächsten Ausgabe unseres Let's Plays von Red Dead Redemption. Viel erlebt heute, war schon eine coole Sache. Ich bin jetzt schon heiß auf die nächste Ausgabe und ich hoffe ihr auch, Leute. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.